Hallo, Ralf Tüttetek hier mit einem neuen Video. Ja, ich war heute auf zwei Flohmärkten gewesen und ja, bei dem Flohmarkt in Flotow, da habe ich heute Überraschungen gefunden. Und da habe ich mir gedacht, fahre ich mal nach Haifa zurück und gehe bei dem neuen Flohmarkt an der Sasseflaer Straße bei Edeka Wehrmann. Ja, und da bin ich sogar fündig geworden an zwei Ständen. Und ja, dann zeige ich euch mal, was ich da gefunden habe. Aber dafür muss ich dann wieder die Perspektive wechseln und ja, dann seht ihr gleich, was ich gefunden habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe vier Filme gefunden, zwei Blu-rays und zwei DVDs. Und zwar habe ich diesen Film gefunden mit Paul Walker und David Bell. Brick Mansions. Ja, es ist so ein Remake von Ghetto Gangs, die Hölle vor Paris. Also die amerikanische Version von dem Film. Ja, das haben wir der, Brick Mansions habe ich gefunden. So, dann habe ich beim anderen Stand noch einen Film mit Jackie Chan gefunden. Bleeding Steel. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr der ist. Ja. Den habe ich hier noch gefunden, Bleeding Steel. So, dann habe ich noch auf DVD so eine Eastern-Komödie gefunden. Kung Fu Hustle heißt der. Also, ich meine, ich habe mal den Trailer gesehen oder so, aber muss schon länger her sein. Kann mich gar nicht mehr so daran erinnern. Ja, Kung Fu Hustle habe ich hier gefunden. So eine Eastern-Komödie, ne? Und dann habe ich noch einen Film gefunden, da kenne ich auch nur den Trailer, ne, aber den habe ich auch noch nie ganz gesehen bis jetzt. Ong Bak mit Tony Jaa oder wie der heißt. Die Special Edition, 2-Disc-Set. Genau, für meine Martial Arts-Sammlung. Genau, den habe ich auch noch nie gefunden. Ja gut, das ist mal eine kleine Ausbeute vom Flohmarkt hier in Herford bei Edeka Wehrmann. Das war's mit diesem Video und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.